Hallo und willkommen auf meinem Kanal Barbecue aus Baden. Ich wollte heute eigentlich was grillen, aber ihr seht im Hintergrund, es regnet in Strömen. Da habe ich mich kurz umentschlossen und ich mache heute was aus dem Dutch Oven. Und zwar mache ich da einen schönen Rinderbraten. Und wie ich das gemacht habe, schauen wir es jetzt zusammen an. So, ich habe es ja erwähnt. Ich habe mich für einen Rinderbraten entschlossen, weil es draußen so arg regnet. Und Rinderbraten im Dutch Oven machen kann jeder. Ich tue ein bisschen marinieren, ihr seht es ja schon. Ein bisschen Rapsöl mit dazu. Schön ein bisschen durchmassieren. Dann kommen noch ein paar Knoblauchzehen dazu, die nie fehlen dürfen. Beim Rinderbraten gibt es ein super Aroma. Dann habe ich mein Hausrub. Ich tue es ein bisschen einrubben, was mit Sicherheit kein Fehler ist. Ich habe es vorher ein bisschen mariniert. Dann schmeckt der Braten einfach ein bisschen besser. Und ihr seht ja selber, schön einmassieren das Ganze. Jo. So, und jetzt habe ich im Garten noch ein paar Kräuter gepflückt. Und zwar ist das Rosmarin, Thymian, Minze und ein bisschen Majoran. Das verteile ich jetzt schön auf dem Rinderbraten. Tut es ein bisschen andrücken, dass die Aromen einfach besser ins Fleisch einziehen. So muss auch wirklich alles schön drauf verteilt sein. Und wenn das gemacht ist, dann mache ich es wie immer. Dann stelle ich es in den Kühlschrank. Und ja, dann kann das Fleisch ein bisschen entspannen, kann die Aromen aufnehmen. Und dann geht es auch schon weiter. Und zwar habe ich mir für meinen Bratenansatz ein bisschen Gemüse zurechtgelegt. Karotten, wie ihr seht, Sellerie, zwei Zwiebeln, drei Knoblauchzehen, Lauch und, was natürlich nicht fehlen darf, zum Ansatz Tomatenmark. Des Weiteren brauche ich natürlich, wie immer bei mir, einen guten Rotwein. Und ja, das ist jetzt nicht so viel an Mürbwa. Mürbwa ist das Röstgemüse, was man braucht, um die Soße anzusetzen. Und dann geht es auch schon los. Und zwar, ja, da habe ich den Rinderbraten nochmal. So sieht er aus, nachdem er im Kühlschrank war. Riecht super hier in der Küche. Und jetzt werde ich das Gemüse dann klein schneiden. Und wenn das alles gemacht ist, dann geht es auch schon los. So, jawohl. So, das Gemüse habe ich jetzt gleich zusammengeschnitten. Wenn ihr das auch mal in der Geschwindigkeit machen wollt, so sieht es dann aus. So, der Dutch Oven habe ich schon vorgeheizt. Mache ein bisschen Butterschmalz rein. Lass schön heiß werden. So, und wenn der Rinderbraten jetzt ausgepackt ist, ihr seht, ich hab die Kräuter weg. Und werden es von allen Seiten schön anbraten. Ja gut, Knoblauch kann man wegmachen. Wenn es zu heiß wird, wird Knoblauch bitter. Ihr seht, ruckzuck angebraten. Jetzt hole ich ihn dann raus, wenn er schöne Röstaromen hat. So wie hier. Kommt raus auf den Teller, jawohl, raus damit. So, und jetzt habe ich da schon einen schönen Bratensatz. Jetzt kommt das Gemüse mit dazu. Der Bratensatz stört allerdings nicht, das ist auch gar nicht bitter. Röstgemüse schön anbraten mit. Ihr seht es ja, wenn genügend Hitze da ist, geht es rucki zucki. Wie gesagt, der Bratensatz, lasst euch nicht nervös machen deswegen. Als nächstes kommt es natürlich Tomatenmark dazu. Darf überhaupt nicht fehlen beim guten Rinderbraten. Ja, das Tomatenmark werde ich, wie ihr es von mir schon gewohnt seid, schön mit anrösten. Das hat bei mir, oder das hat generell zwei Gründe. Einmal, dass der eine schöne Farbe und einen schönen Glanz bekommt. Und dann natürlich, dass die Säure ein bisschen weggeht von dem Tomatenmark. Da mache ich noch ein bisschen Zucker mit dazu. Falls doch noch ein bisschen Säure da sein sollte, ihr wollt ja keinen Sauerbraten machen, sondern Rinderbraten, und der Zucker karamellisiert dann schön. Gibt ein super Aroma.
So, das habe ich jetzt alles gemacht. Hat auch schon eine schöne Farbe, einen schönen Glanz, wie man sieht. Jetzt kommt natürlich das Beste beim Grillen, Rotwein. Wenn es gut ist, kann man auch mal einen Schluck draus nehmen. Zum Probieren natürlich. So, jetzt habe ich die Soße schon angesetzt. Jetzt kommt das Fleisch wieder dazu. Ich mache immer das Fleisch mit zuerst rein. Das hat folgenden Grund, dann weiß ich, wie viel Brühe ich dazu schütten muss. Dann läuft mir der Topf nicht über. Das mache ich jetzt auch so. Ich habe meine Gemüsebrühe schon parat. Das ist ja, jetzt lasse ich das Ganze aufkochen, mache noch ein paar Lorbeerblättchen dazu. Darf auch nicht fehlen beim guten Rinderbraten. Dann kommen natürlich noch ein paar Wacholderbeeren rein. Wie viel ihr da reinmacht, ich habe es, ich glaube, so knappe 10, ich habe es nicht gezählt. Aber ja, das genügt, soll ja nicht alles so Lorbeer- und Wacholderlastig sein. Dann natürlich Rosmarin frisch noch wieder aus dem Garten. Dann Majoran, Thymian und ein bisschen Minze. Minze mag ich sehr gerne, gibt so eine leichte Pfefferminznote im Fleisch, aber nur ganz leicht, also sie darf nicht vorschmecken. Ja, jetzt lassen wir das Ganze dann kochen. So, wunderbar, sieht doch super aus bis hierhin, oder? So, und jetzt machen wir dann langsam den Deckel drauf, also langsam, wir können gleich auch machen. So, der Deckel ist drauf. Jetzt hole ich dann von unten noch ein paar Kohle vor. Ich will das Ganze ja schmoren, das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Oberhitze. Das mache ich auch. So, nach 2,5 Stunden, ich bin überrascht, dass es so schnell ging. Ich habe mit 3 und mehr gerechnet. Schauen wir mal zusammen rein. Jo, das sieht nochmal super aus, oder? Die Soße ist leicht eingedickt durch die Garzeit. Schaut es euch an. Ich bin richtig begeistert. Also ein Dutch Oven kochen macht richtig Spaß und richtig Laune. Ein super Glanz auf der Soße. Das, was ich noch machen werde, ich werde es dann abpassieren und dann werde ich es anschneiden. Jo, da ist das schöne Stück Fleisch. Sieht doch echt super aus. So, dann schneiden wir es mal an. Natürlich nicht mit der Faser, sondern gegen die Faser. Schöne Scheiben. Kann man ausschneiden. Es ist noch saftig, wie man sieht. Ich schneide noch eine Scheibe runter. Geht durch wie Butter. Also der absolute Hammer. So, und dann machen wir noch ein Tellerbild. So, so sieht das Tellerbild dann aus. Die schöne, der schöne Scheibenrinderbraten. Super Soße. Schaut es euch an, die glänzt. Hervorragend. So, ich werde es jetzt essen und werde dann zum Abschlussfazit kommen. Also nach dem Essen, muss ich sagen, war es hervorragend. Das Fleisch war absolut mürbe. Die Kräuter haben super drin, schmeckt in der Soße, die Soße schön eingedickt. Es war im Prinzip eine kleine Reduktion durch die lange Garzeit vom Fleisch. Zum Nachmachen empfohlen, hat echt super geschmeckt. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal, da unten ist der Button. Schreibt mal einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von Barbecue aus Baden. Ciao.